Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legacy of Kain Soul Reaver. Und ich habe gerade einen großen Schrecken bekommen. Ich habe gerade erstmal ganz kurz halt geguckt, okay, wie ist der letzte Part geworden, beziehungsweise der erste Part. Ich bin mit dem Sound sehr zufrieden so, deswegen werde ich so die Einstellungen lassen und ich bin schon wieder halb tot, ey. Aber ich habe gerade einen Schrecken gekriegt, weil Raziel, wenn ich jetzt lange nichts mache, seine Krallen am Boden schärft. Jetzt hat es wieder gemacht. Okay, das ist so ein bisschen creepy irgendwie. Das habe ich noch nie zuvor gesehen, aber ist okay. Laufen wir einfach jetzt mal schnell weiter. Du bist noch jung, Raziel. Doch haften dir viele deiner vampirischen Schwächen an. Wasser bringt dich zwar nicht um, doch deine körperliche Hülle löst sich auf und du musst in die Geisterwelt zurückkehren. Wisse, dass Wasser auf der spektralen Ebene weder Gewicht noch Auftrieb hat. Es ist so dünn wie Luft. Ja, also doch irgendwie eine Art von Tod, wenn man es eigentlich genau nimmt. Aber egal, passt schon. Wir sind auf eine gewisse Art und Weise wirklich schon unsterblich. Mach die Tür doch auf. Danke. Ich brauche mal langsam wieder Seelen. Was sind das für Kreaturen? Erkennst du sie nicht? Das sind die Kinder deines Bruders Duma. Das ist nicht möglich, dies abscheulich wimmelnde Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. Glaubst du denn, die Zeit stand still für dich, Raziel? Vieles hat sich geändert, seit du die Welt der Menschen verlassen hast. Tja. Die Schwächen meiner Gegner waren mir bekannt, da ich selbst darunter gelitten hatte. Körperliche Wunden gehen vorüber. Das unsterbliche Fleisch eines Vampirs schließt sich in dem Moment, da die Wunde geschlagen wurde. Vampire müssen nur Wunden fürchten, die pfählen oder brennen. Wasser ätzt wie Säure und Neulinge richtet die Berührung der Sonne zugrunde. Je nach Gegner würde ich meine Taktiken anpassen müssen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mal eben hin. Wow, nicht beide auf einmal, bitte. Wow. Lalala, ich hoffe, der andere stirbt mich jetzt nicht. Oh, schade. Och, nö. Stirb! Och, ernsthaft, Leute. Nerv nicht. Och, Leute. Ich sterb gleich. Just saying. Hilfe. Könnt ihr mir einfach nachlaufen hier in die Sonne? Was haltet ihr davon? Vom Fleische befreit, entflieht die Seele jedes Wesens auf die spektrale Ebene. Atme sie rasch ein, Raziel. Sonst wirst du hier folgen müssen. Wie geil. Du bist so doof, Junge. Ihr seid beide so dämlich. Das freut mich. Also früher bin ich auf jeden Fall besser gewesen. Ich habe den einen, glaube ich, damals ins Wasser geworfen und den anderen dann hier auch ins Sonnenlicht, weil er so... Ich meine, die sind ja auch wirklich blass. Die vertragen doch ein bisschen Bräune, ne? Findet ihr nicht auch? Und was ist mit dir, Kumpel? Ja, dir ist wirklich auch nicht mehr zu helfen. Ist auch interessant, dass das Blut des Menschen gerade in der Cutscene rot war, aber unser Blut blau und das der Vampire grün. Also sie waren hier sehr farbenfroh mit der Zensierung des Blutes, aber stört mich nicht. Deine körperlichen Fähigkeiten sind viel größer als zu Lebzeiten. Nun kannst du selbst massive Hindernisse mühelos zur Seite schieben. Ja, oder auch nach hinten, nach vorne. Da schlagen wir unsere Krallen in den Block, das stört uns nicht. Verarbeiten dich noch mal ein bisschen mehr zu Mus, weil wir es können und ja, stört dich nicht. Du bleibst einfach so, wie du warst. Es wurde ja mal gesagt, weil Kistenrätsel bei Tomb Raider so gut ankam, haben sie es auch hier in Soul Reaver so gut eingebaut, beziehungsweise was heißt gut? Oft. Sehr oft. Übertrieben oft. Aber es ist okay. Es ist nicht so schlimm. Es ist nur ein bisschen nervig halt teilweise. Na. Oh Gott! Das Heiligtum der Clans. Verfallen zu Ruinen.
Hinter diesen Mauern standen einstmals die Säulen von Nosgoth, das Reich Kainz. Wie kläglich es mir nun erscheint, zu Staub zerfallen all die Pracht der goldenen Tage. Wurde ich nicht eben erst befreit? In dieser kurzen Spanne zwischen meiner Hinrichtung und meiner Auferstehung lagen offenbar Jahrhunderte. Katastrophen erschüttern diese Welt. Die Natur leistet Widerstand gegen die schmarotzenden Legionen Kains. Ein einziger Augenblick reichte Kain, um das Schicksal dieser Welt zu besiegen. Kain war nicht willens, sich selbst zu opfern, um das Gleichgewicht in Nosgoth wiederherzustellen. Daher verurteilte er die Welt zu diesem Verfall. Damals begann die Auflösung. Nun ist sie fast vollendet. Nosgoth taumelt am Rande des Zusammenbruchs. Die empfindliche Balance ist zerstört. Glaub ich nicht. Lüge. Lüge, Lüge, alles Lüge. Zumindest zum Teil. So, Stäbchen. Du siehst uns ja nicht, ne? Finde ich gut. Das ist sehr gut. Immer wenn uns ein Gegner noch nicht gesehen hat und wir dann so eine Waffe nach ihm werfen, ist er Instant Death. Aber ansonsten auch ist so eine Waffe immer ganz gut, gerade wenn man kein Sonnenlicht oder sowas an der Wand, wo ich eh nicht getroffen habe, oder Feuer oder sonst was zur Verfügung hat, ist es immer ganz gut, zu versuchen, noch nicht gesehen zu werden. Dann kann man direkt einen auf den hier halt machen und man hat Vampirchen am Spieß. Komm her, Seele, ich brauch dich. Dankeschön. So können wir hier einer der Vampirjäger schlechthin sein. Als ehemaliger Vampir selber Vampire killen. Macht doch Spaß, ne? Und ja, hier ist zu. Um uns die Säulen von Nosgoth nochmal anzugucken, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Fähigkeit. Und wie viele ja wissen, brauchen wir halt noch eine Fähigkeit. Scheiße, du hast mich bemerkt. Ja, ich war zu laut. Ist okay, komm her. Wenn man sich das mal so ansieht, was wir ja eigentlich machen, indem wir nur selber Monster quasi, nimm doch das Stäbchen mit, danke. Indem wir halt nur Vampire killen, ist die Story auch schon gar nicht mehr so grausam in dieser Hinsicht. Fast. Ja, wohlgemerkt fast. Du hast mich nämlich schon hier so oft auch erschreckt. Wenn man hier nämlich normal langläuft, dann springt der quasi um die Ecke und springt einen an. Und zwar auf sehr gefährliche Art und Weise. Und deswegen, ne? Das war jetzt mal ein sehr guter Kill ausnahmsweise. Ich habe mich zum Glück gerade noch dran erinnert, dass er hier steht. Ich habe es oft genug vergessen und wurde dann böse überrascht. Hallo Thor. Ja. Dieses Symbol ist sogar noch ganz leicht eigentlich zu merken, beziehungsweise in Verbindung zu setzen mit dem, wo wir jetzt hier sind. Aber ich verrate noch nichts. Hey, ich musste gerade kaum lenken, nur jetzt am Schluss, um die Kurve zu kriegen. Hat teilweise ein bisschen selber mitgedacht. Okay, Raziel, das finde ich cool von dir. Oh je, ist der Gegner jetzt wieder da? Ja, aber er hat mich noch nicht bemerkt, er ist doof. Oh, doch nicht, Hilfe! Ich war doch kurz ein bisschen zu laut. Ach, Junge. Ja, die Gegner respawnen hier manchmal ganz gerne. Das ist dann natürlich nervig, aber egal. Auch interessant, wie man die Waffe aufnimmt, ne? Leg mal ganz kurz hin. Ne, das ist mit Hilfe von Telekinese. Das muss einem erstmal auffallen. Dies zumindest blieb gleich. Der endlos wirbelnde Strudel des Abgrunds. Mein Grab. Stätte meiner Wiedergeburt. Zwar hatte sich die Landschaft Nosgoths stark verändert, doch dank dieser Klippen wusste ich, wo ich war.
Das Gebiet meines Clans lag im Westen. Gespannt erwartete ich Neuigkeiten über das Schicksal meiner Nachkommen in den vergangenen Jahrhunderten meiner Abwesenheit. Ja, das meinte ich halt damit, dass wir uns dadurch das Symbol ganz gut merken können, dieser Kringel, der da eben im Tor war, weil man das in Verbindung mit dem Abyss wirklich gut bringen kann. Bei anderen Symbolen hingegen muss man schon mal mehr überlegen. Hi! Oh, die geile Musik. Oh. I love it. Euch habe ich nicht als Leibwächter engagiert, von daher ihr dürft sterben. Aua. Aua, aua, lass das. Da hilft ja auch das Ausweichen nichts, Junge. Ich habe mehr Reichweite und bin insgesamt langlebiger als du, sag ich mal so. Willkommen in Razels Clangebiet. Wuhu! Diese Steine hier könnten wir übrigens auch aufheben, aber damit ein Vampir nur bewusstlos halt schlagt, dass wir ihn dann in der Tötungsposition haben. Hier sind auch neue Stäbchen, aber ich bleib bei diesem Stäbchen jetzt erstmal. Ist doch eigentlich ganz hübsch anzuschauen. Alles verwüstet. Mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Ich kannte die Hand, die dies getan. Aha, die kennen wir alle, Raziel. Schon wieder zwei. Ey. Aua. Er will es einfach nicht. Hilfe. Ah, scheiße. Seele ist schon weg. Du Scheißkerl! Komm her! Ach, scheiße. Alter, ich komm hier grad nicht... Ah! Komm mal hier runter. Komm mal hier runter, Kumpel. Komm mal mit. Komm mal mit. Lass uns tanzen. Hier bin ich, 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 hier bin ich. So, jetzt drehen wir ganz kurz eine kleine Runde und du darfst brennen. Oder auch nicht. Ist auch okay, scheiße. So, jetzt habe ich dich wenigstens schon mal und jetzt kommst du dran. Wenn du nicht brennen willst und sowas, ne, dann spießen wir dich eben auf wie deinen Bruder. Du, ich habe damit ja gar kein Problem. Sag doch einfach, wie du sterben willst. Ist ja okay. Ich wollte die Fackel eigentlich gar nicht. Weg damit. Ich will das Stäbchen. Ja, okay, ich hätte ihn also dementsprechend so verbrennen können. Ich dachte, wir können ihn aufs Feuer werfen. Hat man gar nicht gemerkt, dass das mein Plan war. Ich weiß, aber naja, egal. Oh, ich liebe die Musik so sehr hier, echt, ey. Bestes Musikstück. Auch sehr leicht zu merken, das Zeichen hier. Also, wenn man halt die Zeichen der Clans kennt, weil das ist ganz klar Raziels Clanzeichen. Also ich weiß das. Es wird gerade verdammt warm in meinem Zimmer. Es ist eigentlich ein sehr kühler Sommer, aber jetzt gerade hier, wenn die Tür zu ist und der PC an ist und sowas, dann ist das doch sehr schnell sehr warm hier drin. Ne? Aber ich will auch die Tür nicht aufmachen, weil mein Zimmer halt direkt neben der Küche liegt und wenn dann hier meine Mutter oder
der andere Typ, der hier noch mit uns wohnt, halt dann in die Küche kommt, dann ist das halt nicht so gut, deswegen. Hi. Oh, das war ein guter Schlag. Okay. Oh. Ja, und hier ist Wasser. Ich könnte mal eben speichern, fällt mir mal gerade so ein. Einfach so, just for fun. Das können wir überschreiben. Ja. Dankeschön. Was ja auch sehr geil ist, das Spiel verzichtet ja auf lange Ladezeiten, was daran liegt, dass wir hier lange Korridore haben, die wir entlanglaufen müssen. Dadurch wurde das irgendwie umgangen. Ach, weißt du was, ich hab keinen Bock auf dich. Tschö. Wir müssen nicht unbedingt immer kämpfen, wenn wir nicht wollen. Ein großer Vorteil, den es in Soul Reaver 2 nicht immer gibt. Aber dazu kommen wir, wenn wir da sind. Jetzt sind wir erstmal in diesem Spiel hier. Oh, schönes Feuerchen. Hi. Hi. Können wir dich so treffen? Na, oh, natürlich nicht. Och, Junge. Alter. Blöd, Mann. Gib mir mein Stäbchen. Stäbchen. Geht doch. Also hier am Anfang finde ich mich ja echt noch erstaunlich gut zurecht, wie ich gerade feststelle. Also freut mich. Freut mich echt sehr. Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe das echt schon unglaublich lange nicht mehr gespielt. Wirklich seit meinem Let's Play nicht mehr. Wow. Nein, bitte. Diese hautlosen Gestalten mit ihrem verwesenden Fleisch erkannte ich nicht wieder. Sie rochen nach Vampir, aber nagten an den Leichen ihrer Opfer wie die Hunde. Genau. Echt widerlich, deswegen dürft ihr schon mal sterben. Ihr komischen Zombie-Vampire. Alter, du killst mich ja gleich hier. Gut. Falls ihr euch daran erinnert, falls ihr denn das gesehen habt, mein erstes Let's Play hierzu, dann wisst ihr ja vielleicht noch, was die für eine fiese Fähigkeit haben. Die können sich nämlich hier ganz schnell in den Boden einbuddeln und dann einfach direkt vor unseren Augen wieder rausspringen. Ich hätte den Part eigentlich gerade eben schon beenden können. Da wir jetzt hier ein neues Clan-Gebiet soeben betreten haben, ist jetzt ein bisschen unglücklich in dieser Hinsicht, aber egal. Eine gute Länge ist wieder erreicht für diesen Part, deswegen werde ich hier ihn auf jeden Fall beenden. Aus Razels Clan-Gebiet sind wir jetzt nämlich direkt in das Clan-Gebiet unseres jüngsten Bruders Melchia reingegangen. Und das sind seine Kinder, diese Zombie-Vampire. Und ja, gibt auf jeden Fall eine richtig coole Erklärung noch dafür, warum diese Vampire hier so zombie-mäßig sind. Und das werden wir im nächsten Part dann, denke ich mal, auch erfahren. Also schaltet wieder ein, es bleibt spannend, episch, es lohnt sich. Und ja, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye, bye.